Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, heute Abend bei der ersten Veranstaltung Realismus der Tradition Sie zu begrüßen. Und natürlich grüße ich Jalcin Arman und Florian Neuner, die auch mit uns sein werden, beziehungsweise die Vortragende sind. Diese Veranstaltungen, die durch die Zusammenarbeit des Vereins Neue Wiener Divan mit der Hauptbücherei und der Alten Schmiede entstehen, erstrecken sich auf über zwei Abende, an denen uns realistische Werke verschiedener Autoren näher gebracht werden. Pandemiebedingt mussten wir auf Online-Veranstaltungen umschalten und deshalb hat sich das Programm ein wenig geändert. Die Texte sind kürzer geworden. Und gleich zum Beginn möchte ich Sie bitten, Ihre Verbindung stumm zu schalten bzw. Kamera auszuschalten. Wirklichkeit wird je nach Ideologie, Mentalität, Interessen, Tradition, Umständen und Bedingungen konstruiert und wahrgenommen. Diese Streuung in ihrer Konstruktion und Wahrnehmung lässt sie ausufern und relativiert sehen. Entsprechend steuern Konstruktion und Wahrnehmung des Realismus, der das Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit ausdrückt. So entwickelten auch die literarischen Realismen seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert ein umfassendes Repertoire, das sich in verschiedenen Richtungen und Aspekten verteilt und verzweigt. Der Facettenreichtum dieses Repertoires stellt einerseits in sich selbst eine literarische Tradition dar, andererseits reflektiert und gestaltet er die Merkmale der Tradition, in der er existiert. Eine interessante Möglichkeit, Einblick in diese Welt der zerstreuten Realismen zu gewinnen, bietet der Vergleich zweier Literaturen, die recht von sehr weit voneinander entfernt sind. Insbesondere im Hinblick auf die Traditionen der Poesie kann die experimentelle Dichtung der Wiener Gruppe und der Avantgardismus nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich nahezu als Gegenpol im Vergleich mit der türkischen Dichtung betrachtet werden, die kaum die Grenzen der Narrativität verlassen hat. Inwieweit ähneln sich die beiden Realismen? Welche unterschiedlichen Fokussierungen und Clusterbildungen lassen sich hier ausmachen? Und welche Grenzen werden nicht überschritten? An beiden Abenden möchten wir einen Blick auf die vielfältigen Positionen dieser beiden literarischen Realismen werfen, auf ihren Reichtum an Möglichkeiten und ihre verbogenen Traditionen, die sich jeweils in der Praxis der anderen auswirken lassen. Wie heute Abend werden Jalcin Arman und Florian Neuner vortragen. Vielleicht kurz lese ich von den beiden Lebensläufen. Jalcin Arman wurde 1977 in Kayseri geboren und lebt als Schriftsteller Universitätsdozent in Istanbul. Er studierte Rechtswissenschaften auf der Ankara-Universität und danach auf der Bilkent-Universität am Fach Literatur sein Master- und Doktoratsstudium zu absolvieren. Er gehörte zum Lehrpersonal von Bilkent-Universität zwischen 2007 und 2011 und Istanbul-Şehir-Universität zwischen 2011 und 2019. Sein erstes Buch Imkansız Özerklik, Unmögliche Autonomie, erschien im Jahr 2011 und wurde ins Persische übersetzt. Sein zweites Buch im Genie-Jade, Erfindung des Bildes, in 2019. Die Texte und die Interviews vom Dichter Melih Cevdet Anday und die Texte und Interviews von Dichter İlhan Berk gab er heraus. Florian Neuner wurde 1972 in Wels geboren und lebt als Schriftsteller in Berlin und Wien. Gemeinsam mit Ralf Klever gibt er die Zeitschrift Idiome, Hefte für neue Prose heraus. Er ist Mitglied der Linzer Künstlervereinigung Merz und betreut dort die Reihe Merz Sprachkunst. Als Publizist ist sein Schwerpunkt die neue Musik, Kooperationen mit Komponisten wie Christoph Händler und Harald Münch. Er publizierte folgende Bücher: Und käme schwarzer Sturm gerauscht, Jena Paradies, China Daily, Zitatende, Ruhrtext, Satzteillager, Moor oder Moos, Inseltexte, Drei Tote, Ostheim, Ramsch. Bevor wir mit den Beiträgen weitergehen, möchten wir uns herzlich bei der Kulturabteilung der Stadt Wien bedanken, dass uns diese Veranstaltung möglich gemacht wurde. Und unbedingt auch möchten wir uns am gutherzigen Thomas Pölten und Julia Bernhardt von der Hauptbücherei bedanken, der hier und überall alles im Hintergrund organisiert und rettet.
Wir werden den Abend so gestalten, dass ich die Texte von Yalcin vorlesen werde. Also ich bin heute Abend seine Stimme, durch meine Stimme sprechen. Ich werde zuerst seinen ersten Vortrag vorlesen, das ist über Nazım Hikmet. Dann kommt Florian an und dann am Ende werde ich den zweiten Vortrag von Fakir Baykurt, von Yalcin über Fakir Baykurt vorlesen und dann haben wir einen Diskussionsteil. Ja. Nazım Hikmet's Auffassung des von Realismus. Die moderne türkische Literatur, so der berühmte Satz Ahmet Hamdi Tanpınar's, beginnt mit einer Zivilisationskrise. Eines der in der Literatur am deutlichsten hervortretenden, der von der Modernisierung verursachten Zivilisationskrise ist, dass man das Entstehen einer vom Realismus geprägten Literatur erwartete. Das heißt, der Realismus war eines der Mitbringsel der Zivilisationskrise in der Literatur. Von 1860 bis in die 30er Jahre dominierte in der Türkei, ungeachtet einige Einwände, die es dagegen gab, das Verlangen nach der Schaffung einer vom Realismus geprägten Literatur. Dessen ungeachtet kann man nicht sagen, dass es gelungen sei, zu einer lückenlosen Definition dessen zu kommen, was Realismus sei. Jedoch ist die Erwartung einer vom Realismus geprägten Literatur offensichtlich. Das Verlangen nach Realismus bleibt nicht konstant, sondern ändert sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Epoche. Einer der Literaten, die bei der seit den 80er Jahren deutliche Züge annehmenden Erwartung eines literarischen Realismus einen paradigmatischen Wechsel herbeiführten, war Nazım Hikmet. Mit ihm gewann der Realismus in der Türkei einen marxistischen, sozialistischen Blick. Der augenfälligste und zugleich verstörende Aspekt von Nazım Hikmet's Gedichten ist, dass er in ihnen nicht davor zurückscheut, Themen aufzugreifen, die im Allgemeinen dem Bereich der Prosa zugewiesen bleiben und sogar unverhüllt Propaganda zu betreiben. Die Kritik an Imperialismus, Kolonialismus und Faschismus setzt sich in seinen späteren Büchern fort und wird sogar immer deutlicher. In Die Mona Lisa und Xiao erzählt er von dem Volksaufstand in China aus der Perspektive der Mona Lisa. In Warum hat Benghazi sich umgebracht, greift er den englischen Imperialismus in Indien an. In den Briefen an Taranta Babu thematisiert er den Widerstand gegen den italienischen Faschismus. Die Technik, die er in den Briefen an Taranta Babu zur Anwendung bringt, ist, was der Realismus anbetrifft, ziemlich unkonventionell. Er trägt die alltägliche und aktuelle Wirklichkeit direkt ins Gesicht ein. Bei den Informationen, die er über den italienischen Faschismus gibt, er trägt die alltägliche Anwendung, bringt, was der Realismus anbetrifft, ziemlich unkonventionell. Er trägt die alltägliche und aktuelle Wirklichkeit direkt ins Gesicht hinein. Bei den Informationen, die er über den italienischen Faschismus gibt, handelt es sich um echte Zeitungsmeldungen. Auch nimmt er in seine Gedichte ökonomische Daten auf, in denen man zuvor in der vergleichbaren Kontexten noch nie begegnete. Ich habe einiges übersetzt, können wir nicht lesen, aber man kann sich dann so an die Kamera halten. Man sieht hier eigentlich, dass er so Statistiken und verschiedene Zeitungsberichte so in seine Prosa hineinnimmt. Auch später macht er an die Konstruktion einer Wirklichkeit, die einerseits das widerspiegelt, was tagesaktuell war, die uns andererseits jedoch in der Dichtung normalerweise nicht begegnet. Und dies tut er, indem er wörtliche Textzitate und Informationen aus Zeitungsberichten einbaut. Er beschreibt in den Menschenlandschaften aus meiner Heimat, deren Erscheinen in der Türkei zu erleben ihm vergönnt war, den Widerstand der Sowjets gegen die deutsche Invasion während des großen Vaterländischen Kriegs mit Hilfe von Radio- und Zeitungsberichten Tag um Tag. In diesem Buch legt er auf der einen Seite eine wirtschaftliche Analyse der türkischen Gesellschaft nach 1908 vor, stellt aber auch dar, wie der Faschismus in Deutschland aufsteigen konnte, welche Folgen er hervorrief. In einigen wenigen Artikeln Nazım Hikmet nimmt das Wort realistisch einen zentralen Platz in seinem ästhetischen Selbstverständnis ein. So schreibt er in dem Beitrag
über die neuen Dichter aus dem Jahr 1929. Die Gedichte der neuen Dichter halten sich sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht weder an die silbenzählende noch an die quantifizierende Metrik, sondern richten sich nach der Art der neuesten literarischen Strömung. Ihr Inhalt ist zum großen Teil realistisch modern. Was realistisch modern sein soll, erklärt Nasbitt jedoch nicht. Er möchte das, was er als dialektischen Realismus bezeichnet, von früheren Realismus unterschieden wissen. Fotografischen Realismus findet er unzureichend. An seiner Stelle tritt er für einen Analyse betreibenden Realismus ein. Doch wonach soll diese Analyse richten? Genau hierin liegt der springende Punkt von Nasbitts Realismusverständnis. Diesen Punkt hielt er in seinen um 1930 entstandenen Schriften nicht detailliert auf. Stattdessen lässt er es damit bewenden, einfach nur dialektischer Realismus zu sagen. In dieser Zeit hält er alle Schriftsteller, die er lobt, für realistisch, während er der Meinung ist, dass die meisten Schriftsteller, die ihm nicht gefallen, sich der Wirklichkeit widersprechend verhalten. So kritisiert er am 9. Mai 1936 Zeitfeig Abasyanık, weil die Gedichte, die dieser in seinem Buch Der Samowar erzählt, der Wirklichkeit widersprechen, weil Abasyanık die Heimat nicht kennt. Die Wirklichkeit der Heimat ist für Nazım Hikmet eines der Merkmale, die einem literarischen Text Wert verleihen. Was aber ist Heimatwirklichkeit? Vor diesem Hintergrund muss der Nazım Hikmet, der die Angelegenheit seinen eigenen Worten zufolge aus der Perspektive des dialektischen Materialismus betrachtete, sein Realismusverständnis differenzieren. Genau wie die Nationalistin wollte wohl auch Hikmet, dass man die Wirklichkeit Anatoliens niederschreibe, doch an einer Stelle verließ er den Pfad des offiziellen nationalen ausgerichteten Realismus. Am deutlichsten kann man dies in seinem Artikel Anatolische Geschichte und die Methode aus dem Jahr 1936 sehen. Nazım Hikmet stellt darin fest, dass die Geschichten aus Anatolien intensives Interesse genossen und dass es Anlass gäbe, über dieses Interesse erfreut zu sein. Im gleichen Atemzug sagte, dass man Anatolien vor allen Dingen kennen musste, um solche Geschichten zu schreiben. Doch Anatolien zu kennen bedeutet nicht ausschließlich, in Anatolien herumgekommen zu sein oder sogar lange Jahre in anatolischen Dörfern und Kleinstädten gelebt zu haben. Um Anatolien kennenzulernen und zu kennen, so Hikmet, muss man vor allem über eine bestimmte Weltsicht verfügen. So oft Menschen, die nicht über ein solches minimales Meinungs- und Wissensrepertoire verfügen, das, was sie gesehen und gehört haben, zur Literatur verarbeiten und zu Papier bringen, tritt uns kein reelles, wahrhaftiges Anatolien entgegen, sondern das Anatolien, an das sich jene Schriftsteller anhand dessen erinnert, was er in Literaturbüchern gelesen hat. Das Kriterium der Wahrhaftigkeit sei die Weltanschauung. Mit anderen Worten, das wahre Anatolien können nur diejenigen erreichen, die über die richtige Weltanschauung verfügen. Welche Weltanschauung ist das? Zwar beantwortet Nazım Hikmet diese Frage nicht, er stellt sie jedoch in einen Kontext mit dem Kriterium, realistisch zu sein. Um Anatolien so wiederzugeben, wie es ist, ist es vor allen anderen Dingen erforderlich, ein realistisches Auge zu besitzen. Realistisch zu sein ist jedoch keine Gottesgabe, es ist eine Frage der Kultur und des Wissens. Genauso wie ein Arzt realistisch zu sein hat, muss auch ein Geschichtenerzähler realistisch sein. Genauso wie ein Arzt zugleich auch die realistische Methode erlernt, muss auch ein Geschichtenerzähler erlernen. Ebenso wenig jedoch, wer den Namen der Weltanschauung offenlegt, um die es ihm geht, gibt er auch keine ausführliche Erklärung darüber, was eine realistische Methode wäre. Nazım Hikmet bietet weniger theoretische Fragen als vielmehr praktische Lösungen. Er wertet Realismus als Tugend und deutet dabei an, dass man sie nur dann erreichen könne, wenn man eine sozialistische Weltanschauung besitzt. Auf diese Weise unterscheidet er seine eigene Herangehensweise von anderen Auffassungen von Realismus. Er behauptet sogar, dass er diesbezüglich eine Methode anzubieten habe. Allerdings kann man tatsächlich kaum davon ausgehen,
dass in seinen Schriften eine Methode zum Gegenstand einer Diskussion gemacht werde. Wie gezeigt, verfügt Nazım Hikmet über keine marxistische Ästhetiktheorie mit klar umrissenen Abgrenzungen und Konturen. Er hatte sich eine Auffassung von marxistischem Realismus zu eigen gemacht, die er zwischen 1929 und 1937 an die Türkei zu adaptieren versuchte. Auch war er von Zeit zu Zeit bemüht, sich zu verweisen auf den sozialistischen Realismus der Sowjetunion, ein Teil der dort vorherrschenden Sichtweise zu sein. In seiner Rede vor dem sowjetischen Schriftstellerkongress brachte Zhdanow 1934 Stalins Wort: Die Schriftsteller sind die Ingenieure der menschlichen Seele, in Erinnerung. Nazım Hikmet zitiert den Satz über die Ingenieure der Seele in seinen Schriften auch, ohne die Quelle anzugeben, genauer gesagt, ohne in der Lage zu sein, die Quelle anzugeben. So schreibt er am 30. Januar 1936: Mir gefallen Bücher, die das, was ist, nicht wie ein toter Fotoapparat, nicht wie das Lied eines Betrunkenen, nicht wie die Wiedergabe eines Lallens eines Verrückten, sondern so, wie es ist, sehen, die wie der lebendige Kopf eines Menschen sind, die einem Ingenieur der Seele ähneln. Und in einem Interview aus dem Jahr 1937 sagte, die Kunst als eine Institution in der Gesellschaft aktiver zu begreifen, das bedeutet, den Künstler als den Ingenieur der menschlichen Seele zu sehen. Es liegt auf der Hand, dass Nazım Hikmet in diesen Zitaten die Worte Stalins aufnimmt. Unklar ist dabei jedoch, ob er sich hierbei auf den sozialistischen Realismus bezieht. Im Jahr 1937 war Hikmet in Bezug auf seine Gedichte in einer Phase der Selbstkritik eingetreten. Die am häufigsten gegen ihn gerichtete Kritik besagte, dass er die Kunst als Propagandainstrument gebrauche. Da genau dies vom Anfang an ja Hikmets Ziel gewesen war und er in seinen eigenen Worten auf der Seite einer Kunst stand, die bewusst für die Verwirklichung eines gesellschaftlichen Ziels arbeitet, war es unumgänglich, dass er Propaganda betrieb. Doch 1937 war er inzwischen so weit gekommen, Folgendes zu sagen: Ich möchte in der Dichtung einen komplexen dialektischen Realismus erreichen. Ich habe ihn aber noch nicht erreichen können. Der Realismus vieler meiner Schriften ist einseitig. Deswegen tragen sie oft eher den Ton einer kreischenden Propaganda. Ich habe diesen meinen Fehler eingesehen. Dass Nazım Hikmet, der 1951 mit großem Enthusiasmus in die Sowjetunion ging, binnen kurzem große Enttäuschung erfuhr, wird in zahlreichen Quellen zur Sprache gebracht. Man kann diese Desillusionierung auch in Hikmets eigenen Schriften spüren. Das wichtigste Dokument über diese Periode ist das Stück Gab es Iwan Iwanowitsch oder nicht? Über diesen Text, der eine Kritik am autoritären System vorträgt, sagt Nazım Hikmet: Uniformen sind vielleicht im Krieg nützlich und unumgänglich, aber nicht in der Kunst. In recht behutsamer Sprache fügt er hinzu, dass er den Prinzipien des Leninismus treu bleibe, jedoch kritisch sei. Ich bin darauf stolz, denn ich habe das Gefühl, eine Satire geschrieben zu haben, die nicht gegen die sozialistische Gesellschaft ist, sondern auf ihrer Seite steht. Das Stück kritisiert allerdings nicht nur das System. An einigen Stellen macht es sich auch über den Begriff des positiven Typs lustig, der zu den am weitesten verbreiteten Erwartungen an den sozialistischen Realismus gehörte. Andererseits äußert Hikmet in derselben Periode jedoch auch, dass die Literatur auf der Seite der Hoffnung zu stehen habe. Beispielsweise kritisiert er den Text Unser Dorf von Mahmoud Makal, weil diese lediglich von Negativen spreche und weil er an andere Lehrer, die auf dem Wege der Aufklärung voranschritten, darunter ihn selber, nicht gesehen habe. Dass diese generelle Erwartung des Positiven sich zu einer Art Systemzwang gewandelt hatte, störte Hikmet jedoch ganz offensichtlich. Und aus diesem Grund protestierte er dagegen, dass der Realismus an eine feste Reihe von Regeln gebunden sei und er eine Anzahl unveränderliche Prinzipien haben solle. Die eigentliche Bedeutung Hikmets für die türkische Literatur liegt darin, dass er aus dem Blickwinkel der linken Kultur zu einer Ikone geworden ist. Hikmet ist der Anfangspunkt der linken Literatur. Hikmet gehört mittlerweile zum Kanon der türkischen Literatur.
Was ihn zum Bestandteil des Kanons gemacht hat, ist nicht der marxistische Realismus oder mit seinen Worten die dialektische Realismusauffassung, die er zu gründen versuchte, sondern der ästhetische Wert seiner Gedichte. Wenn man es mit Hilfe der von Nazım Hikmet selber gerne gebrauchten Begriffe in Opposition von Form und Inhalt drückt, ausdrückt, ist das, was ihn bis in die Gegenwart getragen hat, nicht der Inhalt, sondern die Innovation, welche er auf dem Gebiet der Form erreicht hat. Dankeschön, Jalcin. Florian, kann ich dich jetzt bitten, dass du deinen Text vorträgst? Ja, guten Abend, viele Grüße nach Wien. Ich freue mich, an diesem interessanten Austausch teilnehmen zu können, und es ist allerdings wirklich außerordentlich bedauerlich, dass es zu einem realen Treffen heute Abend nicht kommen kann, denn das wäre natürlich gerade bei solchen Projekten, die sprach- und grenzüberschreitend angelegt sind, sehr wichtig. Es ist schlimm, dass die Kultur wieder so abgewürgt wird in Österreich gerade. Aber jetzt in medias res, zu den Traditionen des Realismus anhand von zwei Beispielen aus der österreichischen Gegenwartsliteratur. Beginne mit einigen Vorbemerkungen zu diesem sehr schillernden Begriff Realismus. Er kann ja für eine historische, sozusagen literaturwissenschaftlich abgesicherte, beschriebene Strömung stehen, die vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat, oder auch für eine zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch immer weit verbreitete, wie ich finde, einigermaßen anachronistische Ästhetik. In der bildenden Kunst sind realistische Ansätze mindestens ebenso verbreitet, und wir müssen auch die Differenzen zwischen den Sprach- und Kulturräumen natürlich berücksichtigen, in denen realistische Ästhetiken wirksam waren oder sind. Insofern ist es mehr als plausibel, wenn Erhan Altan von Traditionen des Realismus im Plural spricht. Es gibt eine terminologisch exakte literaturwissenschaftliche Verwendung dieses Begriffs und eine eher umgangssprachliche, die bis in die Feuilleton-Öffentlichkeit hinein gängige. Demnach bedient ein realistisches Kunstwerk sich eines Codes, mit dem es auf eine außerkünstlerische Wirklichkeit verweist. In einem Medium wie der Fotografie ist dieser Modus der Bezugnahme leicht nachvollziehbar. Wie Sprache allerdings Wirklichkeit abbilden kann, ist schon sehr viel fraglicher. Eigentlich funktioniert das nur, wenn Autoren wie Rezipienten Voraussetzungen akzeptieren, die keineswegs selbstverständlich sind, allerdings weit verbreitet und die in der Regel nicht hinterfragt werden. Das sind die Konventionen des realistischen Schreibens. Häufig appellieren derartige Texte auch direkt an das Alltagsverständnis der Leser. Sie war eine dieser Frauen, die an der Hotelbar regelmäßig ein Glas zu viel tranken, oder er ist einer dieser Väter, die ihren Kindern vom schlechten Gewissen geplagt immer zu teure Geschenke machen. Solche Charaktere meinen wir zu kennen. Die Plattitüden stiften eine Komplizenschaft des Bescheidwissens zwischen Autor und Leser. Die sprachliche Plausibilität stützt sich dabei zu einem Gutteil auf die große Nähe zur Alltagssprache, ihren Verkürzungen und Konventionen. Liesel Uivari spricht davon, dass sich ihre Literatur gegen dieses Erzählen richte, weil das Erzählen eine Art von Realismus postuliert, der mit Realität nichts zu tun hat. Sie, Uivari, versuche vielmehr, das abzubilden, was im Bewusstsein und im Gehirn eines Menschen unserer Zeit passiert oder passieren kann, und sagt: Ich betrachte gerade das als Realismus. Ein beliebiges Beispiel aus einem beliebigen Roman, der mir gerade zur Hand ist. Er zwängte sich durch eine Eisentür und stand in einem engen Hof. Es war finster, von fern hörte man Schüsse, und als er aufschaute, sah er Lichtkegel von Scheinwerfern über die Dächer irren. Ihm gegenüber führte eine schmale Eisenleiter vom Boden bis auf das Dach des fünfstöckigen Hauses. Er sprang zu ihr hin und kletterte rasch hinauf. Zitat Ende. Nichts an diesem Text irritiert. Alle Versatzstücke einschließlich des Bildes von den irrenden Lichtern können als konventionell vertraut gelten. Obgleich nichts genauer beschrieben wird, das Haus nicht und die Leiter ist auch nur schmal und sonst nichts, werden die meisten Leser den Eindruck einer konsistenten Darstellung eines real vorstellbaren Szenarios haben. Kritiker sprechen oft von genauen Beschreibungen, wenn mittels konventioneller und klischierter Ausdrücke und Redeweisen an dieses Gefühl des Bescheidwissens appelliert wird. Versuchen Autoren sich allerdings wirklich konsequent an genauen Beschreibungen von Begebenheiten oder Sachverhalten und begnügen sich nicht mit den allzu naheliegenden Konventionen, werden diese Beschreibungen rasch unverständlich und wirken abstrakt.
So hat Oswald Wiener in seiner Verbesserung von Mitteleuropa einen Bleistift so genau unter Anführungszeichen beschrieben, dass kein Leser mehr feststellen kann, um welchen Gegenstand der Beschreibung es geht. Auch in der Prosa von Waltraud Seidelhofer kann häufig beobachtet werden, dass akribische Beschreibungen eine Eigendynamik entwickeln und nicht mehr eingängig treffend, sondern kompliziert wirken plötzlich. Es gibt aber auch eine geschichtsphilosophische Dimension, ohne die der Diskurs um den Roman und die erzählende Prosa in der Moderne nicht vollständig skizziert wäre. Theodor W. Adorno formulierte es 1954 in einem Rundfunkvortrag, in seinem Rundfunkvortrag Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman so. Es lässt sich nicht mehr erzählen, während die Form des Romans nach Erzählung verlangt. Der Roman war die spezifische literarische Form des bürgerlichen Zeitalters. Der Realismus war ihm immanent. Selbst die dem Stoff nach fantastischen Romane haben getrachtet, ihren Inhalt so vorzutragen, dass die Suggestion des Realen davon ausging. Zerfallen ist die Identität der Erfahrung, das in sich kontinuierliche und artikulierte Leben, das die Haltung des Erzählers einzig gestattet. Und wir haben ja bereits gehört, es gab natürlich nicht nur diese bürgerliche Ausprägung des Realismus, sondern es gab ja dann auch den sozialistischen Realismus. Und es gab den sozialistischen Realismus auch als einen Kampfbegriff, der gegen eine modernistische Kunst, wie Adorno sie zum Beispiel propagierte, gerichtet war. Und ein Kritiker wie der berühmt-berüchtigte Marcel Reich-Ranitzky, der vereinigte diese beiden Realismen sozusagen in seiner Biografie und Person, denn er hat begonnen, im stalinistischen Polen zu arbeiten und hat dann eigentlich sein Bild von Literatur, diese realistische Ästhetik, in die Bundesrepublik Deutschland mitgenommen und bis an sein Lebensende daran festgehalten, freilich ohne den ideologischen Überbau, der in Polen seiner Jugend noch eine Rolle gespielt hat. Also soweit die notwendige Rahmensetzung. Ich werde jetzt keine historischen oder aktuellen Beispiele aus der österreichischen Literatur diskutieren, die sich dem Realismus im engeren, oben skizzierten Sinne zuordnen ließen, werde also weder auf beispielsweise Adalbert Stifter noch auf Michael Scharang zu sprechen kommen. Ich habe Erhans Impuls, über Traditionen des Realismus nachzudenken, so verstanden, dass er Überlegungen anregen wollte, wo und in welcher Weise sich Ansätze, wie wir sie aus realistischen Schreibweisen und Poetologien kennen, auch in der literarischen Avantgarde finden, beziehungsweise inwieweit die Avantgarde andere Antworten auf Fragen gibt, die sich dem Realismus zuordnbare Autoren auch gestellt haben. Dass es diese gemeinsamen Fragen überhaupt gibt, ist zunächst einmal nicht unstrittig. In den literarischen Neo-Avantgarden der Nachkriegsjahrzehnte, in der konkreten Poesie und experimentellen Literatur, wie sie im deutschsprachigen Raum geschrieben wurde, gab es starke Tendenzen, eine materialreflexive Literatur zu propagieren, die daran arbeitet, außersprachliche Bezüge möglichst ganz zu kappen. Ein Funktionieren der kommunikativen Dimension von Sprache wird, anders als beim realistischen Erzählen mit der Nähe zur Alltagssprache, nicht mehr vorausgesetzt. Es gibt aber nicht nur die in den realistischen Traditionen ausbuchstabierten Methoden zur Darstellung von Wirklichkeit. Wir erinnern uns an Liesl Ulvaris' trotzigen Realismus-Gegenentwurf eines auf Introspektion basierenden Realismus der Bewusstseinsinhalte. Wenn neoavantgardistische Literaturen sich programmatisch mit dem Material der Sprache auseinandersetzen, dann heißt das ja nicht notwendig, dass sie dabei die Abstraktion und Entsemantisierung vorantreiben müssen. Dann haben sie ja auch ein Instrument in der Hand, sich konkret mit politischer Rhetorik, mit der Sprache von Sportkommentatoren oder der Sprache im Rotlichtmilieu oder mit was auch immer zu beschäftigen. Heimrat Becker etwa hat mit den Mitteln der konkreten Poesie Dokumente des Holocaust bearbeitet. Paul Wür hat sich in seinen sogenannten O-Ton-Hörspielen von stilisierten Dialogen, die Schauspieler im Studio aufsagen, verabschiedet und die Menschen auf der Straße selbst zu Wort kommen lassen. Avancierte Literaturen müssen also die Fragen, auf welche die Realismen seit bald 200 Jahren ihre Antworten formulieren, nicht mit diesen Antworten verwerfen, sondern können beispielsweise mit dokumentarischen Methoden reagieren. Die Alternative heißt nicht La pour La oder traditionelles Erzählen, Formalismus oder Realismus, weder noch, lieber irgendwie anders, würde Jürgen Link sagen. Ich möchte jetzt beispielhaft ein Feld betrachten, das in der deutschsprachigen Literatur bislang nur wenig Beachtung gefunden hat und das mich nicht zuletzt deshalb interessiert, weil ich mich dort selbst als Autor bewege.
Ich spreche also nicht als Literaturwissenschaftler, zumindest nicht in erster Linie. Ich möchte den Blick auf Bodo Hell und Waltraud Seidelhofer richten und auf das, was ich literarische Stadtforschung nenne. Damit meine ich Texte, in denen Städte, urbane Lebenswelten nicht degradiert sind zu Schauplätzen, sondern selbst die Hauptrolle spielen. Die Städte sind gewissermaßen die Protagonistinnen in dieser Literatur. Waltraud Seidelhofer hat in den frühen 1980er Jahren einen Text mit dem Titel Städte, eine Sammlung geschrieben und dort heißt es, es gibt reale, fiktive und irreale Städte. Reale Städte sind Städte, die existiert haben, existieren oder, zieht man die Zeitlinie in Betracht, existieren werden. Als fiktive Städte bezeichnet man die Summe der Städte, die in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft erdichtet, angenommen, auf einer Fiktion beruhend geschaffen werden. Durch die Beschreibung wird eine Stadt io ipso fiktiv. Auch könnte man sich vorstellen, dass eine der zahlreichen utopischen Städte, die in der Literatur bereits beschrieben wurden, beschrieben oder in Zukunft beschrieben werden, gebaut wird. Auf die konkreten Stadtbeschreibungen von Waltraud Seidelhofer komme ich noch zurück. In dem Zitat wird jetzt schon deutlich, wie Fiktion und Realität ineinandergreifen. Die Städteplaner formulieren ja auch Fiktionen, die später Realität werden sollen und in der Literatur, die sich mit der Realität unserer gebauten Umgebung dann auch beschäftigen kann, werden diese wiederum in Fiktionen verwandelt. Ich möchte Texte von Waltraud Seidelhofer und Bodo Hell vorstellen, die sich dokumentarisch mit urbanen Realitäten beschäftigen. Im Schriftmedium Literatur stellt sich bei der Auseinandersetzung mit städtischen Räumen die Frage nach deren Lesbarkeit. Städte zu lesen bzw. lesbar zu machen, kann sich dabei auf zwei Ebenen abspielen. Zum einen geht es ganz konkret und sozusagen buchstäblich um den Text, der dem literarischen Stadtforscher im öffentlichen Raum begegnet. Michel Buteau, der französische Schriftsteller, hat in seinem Essay »Die Stadt als Text« diese Dimension anschaulich herausgearbeitet. Er schreibt, »Gehe ich durch die Straßen einer modernen Großstadt, erwarten und bestürmen mich überall Wörter. Nicht nur, dass die Leute, denen ich begegne, miteinander sprechen, sondern vor allem die Schilder an den Gebäuden, an den Stationen der Untergrundbahnen, der Bushaltestellen, durch die ich, falls ich dazu in der Lage bin, feststellen kann, wo ich mich befinde, wie ich zu einer anderen Station gelange. Wo ich auch Halt mache, bin ich umgeben, eingekreist von Text.« Buteau bleibt bei diesen ganz offen zutage tretenden Texten im Stadtraum nicht stehen. Er weist auch auf die reichhaltige Zeichenwelt von Signalen, Symbolen und Piktogrammen hin. Dazu kommen die Codes der allgegenwärtigen Graffiti. Und wenn man tiefer gräbt und unterhalb der visuellen Oberfläche weitersucht, wird man auf die Textwelten der Archive stoßen, die in der Stadt aufbewahrt werden, auf Bücher, Dokumente und so fort. Lesbarkeit ist aber auch ein Begriff, der von Planern benutzt wird. Kevin Lynch spricht in seinem einflussreichen Buch »Das Bild der Stadt« von Ablesbarkeit und formuliert vor dem Hintergrund des unübersichtlichen Urban Sprawl in den USA von planerischen Zielen. Damit ist die Leichtigkeit gemeint, mit der ihre einzelnen Teile erkannt und zu einem zusammenhängenden Muster aneinandergefügt werden können. Genauso wie diese bedruckte Seite, wenn sie leserlich ist, visuell als ein zusammenhängendes, aus erkennbaren Symbolen bestehendes Muster erfasst wird, so sind auch bei einer ablesbaren Stadt die einzelnen Bereiche, Wahrzeichen und Weglinien leicht zu identifizieren und zu einem Gesamtmodell zusammenzufügen, sagt Kevin Lynch. Bodo Hell veröffentlichte 1983 ein Buch mit dem Titel Stadtschrift, das eine Fotoserie und einen Text mit dem Titel Linie 13a beinhaltet. Auf dieser Linie zwischen dem Südbahnhof und der Skoda-Gasse im 8. Bezirk wurden damals Stockbusse eingesetzt und es gibt diese Linie ja auch heute noch mehr oder weniger unverändert, bloß dass es eben jetzt keinen Südbahnhof, sondern einen Hauptbahnhof als ein Ende der Linie gibt. Also damals wurden jedenfalls Stockbusse eingesetzt und der Logenplatz, den man im oberen Stock einnehmen konnte und der eine Perspektive auf den Stadtraum erlaubte, die Fußgänger nicht haben konnten, ist eine wichtige Voraussetzung für den Text. Aus dieser Beobachterposition werden Vorgänge im Bus wahrgenommen und Dialoge unter Fahrgästen aufgeschnappt, während der Blick auf Aufschriften und Werbung im Straßenraum fällt, gesprochenes Wort und Text als Schrift
durchdringen einander. Ich bringe jetzt mein Beispiel, einen Ausschnitt aus diesem Text. Durch die hintere Tür weht ein Schwall Auspuffgas herein, Flüssiggas. Es beginnt sie im Hals zu recken, Einfahrt für Kfz mit Flüssiggas verboten, die niedrige Hausgaragenrampe zum Wüstenrothaus Lederergasse, Punkt, 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 mit Wüstenrot 1, Punkt, 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 mit Wüstenrot 2, eine große Münze fällt ins Dach des Einfamilienhauses, Hausfragezeichen, ÖCI, sattelfest von Kindheit an, schaukeln wir gemeinsam ihre Geldangelegenheiten. Eine rote Kordel schlängelt sich unten übers Plakat, der Schmutz setzt sich unmerklich auf den Schrägflächen der gelben Kunststofffassade, den dahinterliegenden Hohlräumen vorgeblendet fest. Scheißhaus ist mit Filzstift an die Wand geschrieben. I love me. Alle Fenster, Jalousie verschlossen, Einfahrt verboten, Lebensgefahr von den eckig vorspringenden Kleinbalkons des junge Generation Wohnhauses in der Kellermanngasse. Gelbe Markisen, Harry Glück und Partner hängen vereinzelt Konifernzweige herunter und so fort. Ich breche an dieser Stelle willkürlich ab, denn der Text fließt ohne Punkt und Komma weiter, so wie die Stadt an dem im Bus fahrenden Beobachter vorbeizieht, ab und zu unterbrochen von Dialogfetzen, zum Beispiel: Gehen wir hinauf? Bleiben wir herunten? Oben ist es schöner. Oben wird mir schlecht. Trotz seiner Sättigung mit Realien, und wir dürfen davon ausgehen, dass wir 1983 jede Aufschrift bei einem Lokalaugenschein auch wiedergefunden hätten, geht Bodo Hell nicht streng dokumentarisch vor. Das beginnt schon damit, dass er die Wahrnehmungen auf der Strecke nicht konsequent dem Linienverlauf folgend, etwa beginnend am Südbahnhof in nördlicher Richtung oder vice versa anordnet, sondern immer wieder von einer Position an eine andere springt. Der erste klar definierte Ort im Text, neben lange verschwundenen Aufschriften und Schaufenstern, ist die Humanik-Filiale in der Alserstraße. Mit der Bemerkung, eine mögliche Architekturruine von morgen, wird Horst Georg Habal zitiert, womit eine ebenfalls vom Streckdokumentarischen abweichende zusätzliche kommentierende Metaebene ins Spiel kommt. Wenige Zeilen später wird ein Gedicht von Andreas Okopenko zitiert. Der Textfluss wird also nicht vom räumlichen Zusammenhang, von der Linienführung garantiert, sondern von Assoziationen sprachlicher, visueller oder inhaltlicher Art. Als ich für den Gedankengang, der auch ein Teil unseres Projekts, der Auseinandersetzung mit Realisten war, im Juni eine Route zusammenstellte, mit der wir uns mit dem Hauptbahnhof als Ausgangspunkt die ganze Zeit auf der heutigen Strecke der Linie 13a befanden, suchte ich den Text nach Bezügen ab, die auf unserer Route lagen, und fand solche Bezüge also über den ganzen Text verstreut, zum Beispiel an der Stelle: Kampf bis zum Sieg, Rufzeichen in deutscher Schrift auf einer abbröckelten Mauer in der Rainergasse, unter dem Schaufenster der Schmuckerzeugung Haas, Blumen aus dem Hochzeitsbouquet als bleibende Erinnerung, die Erstlingsschuhe ihres Lieblings werden metallisiert und braun und grün patiniert, an der Mauer nebenan ein Kreis mit drei aufwärts gerichteten Pfeilen, Palais Schönburg, Seiteneingang. Das Palais Schönburg ist natürlich ein Ankerpunkt im Text der Stadt, der auch heute problemlos identifizierbar ist. Überhaupt haben sich die baulichen Veränderungen in diesem Teil des vierten Bezirks in den letzten Jahren in Grenzen gehalten. In scharfem Gegensatz zur bebauten Umgebung ist von der Textwelt der Beschriftung des Stadtraums, die Bodo Hell überliefert hat, praktisch nichts mehr erhalten. In dem 20 Jahre später entstandenen Text, also 20 Jahre nach der Erstpublikation dieser Stadtschrift, 13a Revisited, hat der Autor das selbst reflektiert. Die Klavierfabrikaufschrift neben dem Schlossgassendurchgang, Schlossquadrat, die Blume 2, ist verschwunden, ebenso die revolutionäre Aufschrift des Rollbalken-KP-Lokals Ziegelofengasse. Die Putzereien, eine Bezeichnung, die im deutschsprachigen Ausland Heiterkeit hervorruft, sind geblieben. Spezialputzerei Renate Lüderitz, wie die besagte Bucht im Süden Namibias in der Rainergasse. Die Putzerei Lüderitz war auch weitere 20 Jahre später noch auffindbar. Im starken Kontrast etwa zu einem realistischen Roman, in dem Fahrten mit dem Bus 13a in den frühen 1980er Jahren vorgekommen sein könnten und der dann vielleicht auch einen aufgeschnappten Dialog im Bus und Namen von Lokalen und Geschäften neben allgemein Atmosphärischem enthalten würde, liefert Bodo Hells Linie 13a ein exaktes Bild von einem Stück Wien, das auch Stadthistorikern wertvolle Informationen liefern könnte, und birgt diese Realien doch in einem Text, der nach seinen ganz eigenen Gesetzen funktioniert.
Als ich mein Buch Ruhrtext, eine Revierlektüre, schrieb, das sich mit der Stadtlandschaft des Ruhrgebiets beschäftigt, war Bodo Hells Stadtschrift eines der wichtigen Bücher im Hintergrund dieser Unternehmung. Am Beginn des Kapitels über Duisburg-Rheinhausen wird die Stadtschrift direkt zitiert. Ich zitiere aus dem Buch: Im Zug nach Xanten über den Rhein, nicht auf der Brücke der Solidarität, das ist die nächste, flussabwärts, die Niederrheinstrecke, Blick auf Rheinwiesen und riesige Parkplätze, Logistik. Von der Hütte am linken Niederrhein ist nichts mehr übrig. Irgendwo die Aufschrift Union Stahl. Lesewut, Blicklenkung, Entzifferungszwang, wie Bodo Hell schreibt. Wie man davon abhängig ist und nicht nur in fremder Umgebung. Was steht denn da? Wie ich von mir sagen würde, dass meine Aufmerksamkeit sich in erster Linie auf buchstäblich Lesbares richtet und dann erst auf Bilder und Symbole. Eine verblasste Aufschrift erinnert an ein Hotel Brendel. Der Bahnhof Rheinhausen, ein ansehnliches Gebäude, ist seiner Funktion beraubt worden und kann nicht einmal mehr betreten werden. Durch einen Fußgängertunnel verlässt man das Bahngelände, auf dem man sich nicht aufhalten soll. Irgendwo lese ich Dienstweg, eigentlich doch ein abstrakter Begriff, den ich mir bislang nie anschaulich als etwas im Raum real Beschreibbares vorgestellt habe. Wohin er führt, erschließt sich mir nicht. Soweit das Zitat aus Ruhrtext. Wenn Bodo Hell vielleicht für den mikroskopischen Blick des Stadthistorikers oder Soziologen steht, dann nimmt Waltraud Seidelhofer mit ihrem abstrakteren und distanzierteren Zugang eher eine planerische Perspektive ein. In ihrem jüngsten Prosaband »Wie ein Fließen die Stadt«, Klever Verlag 2019, verschwimmen die Bilder mehrerer Städte, darunter vermutlich auch Chicago, ineinander. Einzelne Details und Beobachtungen werden akribisch beschrieben. Die Fenster in den hohen Wänden, die den Hof umgeben, sind fast alle geschlossen. Einige sind mit Tüchern, mit Stoffbahnen verhängt. Die Mauern sind fleckig. Zitat Ende. Es gibt keine Erzählerinstanz. Die Position der Beobachterin wird nicht näher kenntlich gemacht, sondern durch das immer wiederkehrende Mann gleichsam neutralisiert. Die Szenerien, die beschrieben werden, lassen auf die Perspektive nomadischer Existenzen schließen, deren Leben sich in Hotels abspielt und die ihr Hab und Gut in Lagerräumen aufbewahren. Die Autorin bleibt auf dieser Beschreibungsebene aber nicht stehen, sondern formuliert auf dieser Grundlage verallgemeinernde Feststellungen, wie zum Beispiel: Viele Städte, vor allem sie, die durch die technische Revolution des 19. Jahrhunderts geprägt sind, werden von Schienensträngen durchschnitten. Die meisten von diesen werden nicht oder kaum mehr gebraucht. Es sind die Stränge von Industriebahnen, die von einer Fabrik zur anderen führen oder führten, Stränge, die diese Fabriken mit dem Eisenbahnnetz verbanden. Dieses führt meist in geraden Trassen durch die Städte hindurch, wird immer noch ausgebaut, mitunter auch umgebaut in unterirdische Linienführungen. Zitat Ende. Es kommt nicht, 2002 hat Waltraud Seidelhofer ein Buch mit dem Titel Wellington oder der private Versuch, eine vorübergehende Gegenwart zu beschreiben, publiziert. Mit der neuseeländischen Stadt bezieht sie sich im Gegensatz zu ihrem jüngsten Prosaband, aus dem ich eben zitiert habe, auf einen ganz konkreten Ort, der in zahlreichen Facetten und Details beschrieben wird. Die vorübergehende Gegenwart verweist auf das Transitorische solcher Beschreibungen, die ja, wie wir schon bei Bodo Hell gesehen haben, desto schneller historisch werden, je genauer und detailreicher sie sind. Zudem wird an mehreren Stellen des Textes darauf verwiesen, dass Wellington sich zum Zeitpunkt dieser vorübergehenden Gegenwart rasch und einschneidend verändert, große bauliche Veränderungen erfährt. Jetzt würde in der Stadt viel gebaut, erzählt die junge Frau an der Kasse der Galerie, die Straßen würden an vielen Stellen aufgerissen. Zitat Ende. Anders als in den aus Bruchstücken zusammengesetzten Buch »Wie ein Fließen die Stadt« präsentiert Seidelhofer ihren Wellington-Text als absatzlosen Wahrnehmungsstrom, beginnend mit der Einfahrt nach Wellington mit dem Zug und endend mit dem Verlassen der Stadt mit der Inter-Islander-Fähre, die Wellington mit der Südinsel des Inselstaates verbindet. Der Verweis auf das Private dieses Versuchs, diese Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beschreiben, unterstreicht, dass diese Beschreibungen, so objektivierend sachlich sie auch daherkommen mögen, niemals wird in diesem Text blumig-atmosphärisches ausgemalt, doch ihren Fluchtpunkt in der subjektiven Perspektive eines Individuums haben, das sich im Stadtraum bewegt. Dieses Zentrum freilich bleibt leer und unbestimmt. Vielmehr scheint hinter den betont sachlichen Beschreibungen und Erörterungen so etwas wie die Objektivität eines Kamerablicks zu stehen. Erzählt wird nicht,
nur beschrieben. In den Beschreibungsfluss eingeschaltet sind O-Töne von Bewohnern der Stadt. Wir können zwar davon ausgehen, dass ein Reisender, eine Reisende sich in Wellington bewegt, mit dem Zug gekommen ist, etwa Museen aufsucht und eine Hotelbar, aber wir erfahren nichts über diese Person und die näheren Umstände der Reise, etwaige Begleiter und so fort, können allenfalls mutmaßen, dass diese ein spezielles Interesse an Kunst und Kultur hat. Der Fluss des Textes enthält genaue Beschreibungen von Orten, die topografisch identifizierbar sind, etwa der Rose Garden ist geometrisch angelegt, kreisförmig, vier Straßen, eine davon, der Pine Hill Path, teilen ihn in regelmäßige Segmente, in denen sich genau aufgeteilt die 106 Rosenbeete befinden. Immer wieder werden auch Personen zitiert, die der Reisenden begegnen, Busfahrer, Buchhändler, Barkeeper, Bedienstete in Museen. Zitat: Viele der frühen Einwanderer, sagt der Barmann im Hotel nahe der Waterfront, hätten das Festland nie betreten. Sie seien bereits in den Quarantänestationen, in denen sie sich einige Zeit aufhalten mussten, gestorben. An Scharlachfieber oder an Typhus, fügt der Barmann hinzu. Soames Island, sagt er, sei beispielsweise eine solche Quarantänestation gewesen. Der Friedhof auf der Insel mit den Gräbern der dort Verstorbenen sei allmählich verfallen, sicher auch deshalb, weil ab einer bestimmten Zeit niemand mehr dort Zutritt hatte, das Personal natürlich ausgenommen, das die Tierquarantänestation betreut habe, die sich bis vor kurzem dort befunden habe. Zitat Ende. Auffallend ist, dass die Stadtbewohner ausschließlich mit Aussagen zitiert werden, die sich auf Wellington beziehen und zu einer Differenzierung des von der Autorin gezeichneten Bildes der Stadt beitragen. Zwar verraten die Aussagen der Einheimischen durchaus subjektive Zugänge, Vorlieben, Gewohnheiten und so fort, aber es geht nicht darum, diese Sprecher als Persönlichkeiten oder gar Charaktere plastisch werden zu lassen. Die zitierten Stadtbewohner stehen sozusagen alle im Dienste der Beschreibung, der sie mit ihren Einwürfen weitere Facetten hinzufügen. Sie könnten von einer Reisenden befragt worden sein, die eine Reportage über Wellington schreiben möchte. Seidelhofers Text unterscheidet sich aber dadurch erheblich von gängiger Reiseliteratur, dass sie subjektive Bewertungen und Beschreibungen vermeidet und streng sachlich bleibt. Kolorit und persönlich gefärbte Wahrnehmungen werden ausschließlich von den zitierten Bewohnern der Stadt eingebracht. Dem Wellington-Buch vergleichbar ist auch der 2012 erschienene Prosaband Singapur oder Der Lauf der Dinge, eine Auseinandersetzung mit einem real identifizierbaren Ort. Anders als in dem 10 Jahre früher entstandenen Stadtbuch gibt es hier keinen Textfluss durch das ganze Buch. Es besteht vielmehr aus 127 durchnummerierten Abschnitten, die den Umfang einer Druckseite kaum je überschreiten. So wird betont, dass auch dieser um Sachlichkeit und Genauigkeit bemühte Blick auf den Stadtstaat, der wesentlich größer ist als die neuseeländische Stadt, nur eine Aneinanderreihung von Wahrnehmungsfragmenten sein kann. Ähnlich wie in Wellington wird eine Reise an den Ort der Auseinandersetzung angedeutet. Nach den klimatisierten Zonen im Flugzeug und in den Ankunftshallen tritt die Hitze wie ein Schlag auf, legt sich auf Nase und Mund, in die Augen, die Haut. Zitat Ende. Am Schluss der Textserie steht eine letzte Taxifahrt. Schon der allererste Satz zeigt, wie die Autorin auch hier wieder einen alles subjektive vermeidenden, objektivierenden Ton anschlägt. Selbst die individuelle Körpererfahrung des Reagierens auf das Klima beim Verlassen des klimatisierten Flughafens wird als verallgemeinernde Feststellung präsentiert. Die Hitze tritt so und so auf, wirkt so, nicht jemand empfindet sie zu einem bestimmten Zeitpunkt so. Nach Besteigen des Taxis wird die feuchte Hitze durch Kälte ersetzt und einige Seiten später lesen wir: In der Regel sind die Taxis, die vom Flughafen in die Stadt fahren, groß und geräumig. Durch die Seitenfenster, durch das breite Rückfenster strömen die Eindrücke rasch und regelmäßig auf den Fahrgast ein. Schaut man zurück, sieht man das riesige Areal des Flughafens in seinen Umrissen. Ganz in der Ferne kann man den blauen Streifen Meer erkennen, der in einer gebogenen Linie an das Flugfeld grenzt. Die niedrigen Hallen des Flughafens werden durch das Rückfenster des Taxis abgeschnitten, zerschnitten. Flugzeuge tauchen in den Bildausschnitt ein, verschwinden aus diesem. Zitat Ende. Hier ist es wieder dieses Mann, das auf die Unbestimmtheit der Sprecherposition verweist, die diese Wahrnehmungen verbindet. Die einleitende Wendung in der Regel verdeutlicht, dass es nicht um eine bestimmte Taxifahrt zu einem bestimmten Zeitpunkt, um eine individuelle Reiseerfahrung geht. Selbst der subjektive Schrecken angesichts des Verkehrs in der asiatischen Megalopole wird in diesem verallgemeinernden Gestus thematisiert.
Das Kreischen von Bremsen, von Blech wird erwartet, geschieht jedoch nicht. Zitat Ende. Die Wahrnehmung der Stadt aus dem Taxifenster ist eine Beobachterposition, die sich durch das ganze Buch zieht. Die Beobachterin muss ständig in Bewegung sein, um die Metropole auch nur einigermaßen erfassen zu können. Anders als Bodo Hell, der die Linie 13a in Wien immer wieder geduldig und offen für neue Eindrücke abfährt und dabei auf ein einigermaßen vollständiges Bild einer vorübergehenden Gegenwart hoffen darf, steht der Fragmentcharakter von Seidelhofers Singapur-Erkundung von vornherein fest. Anders als mit Fahrzeugen ist die weiträumige Stadtlandschaft nicht zu durchmessen. Die an verschiedenen Plätzen der Stadt angesiedelten Wahrnehmungsfragmente sind verbunden durch diese Fahrten. Der Blick aus den Taxifenstern ist ein distanzierter und er liefert auch nur Bildausschnitte. Zu den beschriebenen Orten zählen Ausstellungshallen, in denen Videofilme gezeigt werden, sodass das abstrahierend distanzierte Bild der Stadt ins Virtuelle verlängert erscheint. Ein Zitat dazu: Die Bewegung der Dinge auf den Videowänden, den kleinen Schirmen ganz oben in den Hallen, geht langsam vor sich, mitunter scheint es, als würden die Dinge sich erst im Verlauf von Sekunden, vielleicht sogar einer Minute, entscheiden, ob sie zurückliefen, dorthin, woher sie gekommen sind, und so den Prozess wieder nach rückwärts ablaufen ließen, oder ob sie in der vorgesehenen Richtung nach vorne fielen oder kippten, um so das Fortschreiten der Bewegung der Dinge, des Videos, wieder in Gang zu setzen. Zitat Ende. Wir erinnern uns an Waltraud Seidelhofers Text »Städte, eine Sammlung«. Dort heißt es auch: Bis heute steht kein technisches oder anderes Mittel zur Verfügung, das die Dokumentation einer gesamten Stadt zu einem bestimmten Augenblick ermöglichen würde. Selbst Luftaufnahmen vermögen nur Ausschnitte zu erfassen. Die Methoden der avancierten Literatur könnten aber dazu geeignet sein, anders als die der realistischen, die Städte zu Kulissen degradiert, etwas zur Auseinandersetzung mit unseren gegenwärtigen urbanen Räumen beizutragen. Der Stadtplaner Thomas Sieverts, der den Begriff Zwischenstadt geprägt hat, um periphere Räume, Vorstädte und Agglomerationen zu beschreiben, die weder als Stadt oder als Land identifizierbar sind, verstädterte Landschaften oder verlandschaftete Städte wie das Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet oder auch der oberösterreichische Zentralraum, schreibt, dass die abrupten Schnitte experimenteller Filme oder die Abwesenheit eines roten Erzählfadens Interpretationsmuster liefern könnten. Ausdrücklich erwähnte Analogien zur Lektüre von Texten moderner Literatur, die seiner Meinung nach weiterführen könnten als der vergebliche Versuch, mit Architektur Ordnung zu schaffen. Ja, vielen Dank. Hört man mich jetzt? Ja. Ja. Vielen Dank, Florian, für diese wunderbare Zusammenfassung literarischer Stadtforschung, die mir zumindest also ein gutes Denkobjekt bietet. Dankeschön. Und wir gehen fort mit dem Text von Jalzen, dem zweiten Text, Fakir Baykurt. Es geht da um Dorfliteratur, was eine sehr starke Strömung in der türkischen Literatur war. Fakir Baykurt und die Realität des Dorfes. Diejenigen, die in den ersten 10 Jahren der Republik zur Welt kamen, brachten die Entwicklung der Literatur in den 50er Jahren innerhalb von 2 starken Strömungen voran. Einer davon blieb einer Ästhetik treu, die wir als modernistisch bezeichnen können, während die andere das Dorf zu ihrem zentralen Orientierungspunkt machte und auf diese Weise den marxistischen Realismus in der türkischen Literatur zu etablieren versuchte. Der marxistische Realismus rückte mit Yaşar Kemal und den beiden durch Dorfinstitute gegangenen Schriftstellern Mahmut Makal und Fakir Baykurt in eine bedeutende Position innerhalb der türkischen Literatur vor. Obwohl man sagen kann, dass der marxistische Realismus bereits in den 50er Jahren unter der Bezeichnung Dorfliteratur hervorgetreten ist, zeichnete sich sein wahrer Einfluss erst ab, als das politische System nach 60 an Flexibilität gewann. Nach 1980, als dieser politischen Flexibilität ein Ende gesetzt wurde, verlor er seine Wirkung. Baykurt repräsentiert eine Generation, die im Dorf auf die Welt kam und durch eine Ausbildung einen Beruf erlernte. Er machte sich die Möglichkeiten zunutze, die in der frühen Republik der Türkei dank deren volksnahen Idealen zur Verfügung gestellt wurden und schaffte es,
eine Ausbildung im Dorfinstitut der Stadt Gönnen zu erhalten. Weil es unter den Bedingungen, in denen Walkurt aufwuchs, keinen Platz für Bücher und Bildung gab, konnte er in seiner Kindheit keine Liebe zur Literatur entwickeln. Erst 1943, in dem Jahr, in dem er an das Dorfinstitut kam, fand er eine ernsthafte Möglichkeit, die Bekanntschaft mit den Büchern zu machen. In seiner Autobiografie schreibt Fakir Walkurt, dass in den Jahren, in denen er mit dem Lesen von Büchern begann, die ihn am stärksten beeinflussenden Autoren Gorki, Istrati und Sabahattin Ali gewesen seien. Über Sabahattin Ali wird Haydar Gülen Morgan berichtet. Wahrscheinlich das bedeutendste Vorbild war Gorki, der auf dem ersten Allunionskongress der sowjetischen Schriftsteller 1934 als prägendste Figur des sozialistischen Realismus erschien. Mit der Übersetzung von Gorkis Werken ins Türkische war bereits nach 1908 begonnen worden. Die schriftstellerische Meisterschaft Gorkis wurde in der türkischen Literatur aber nicht nur durch Übersetzungen wirksam, sondern auch auf dem Weg über die Schriften Nazım Hikmet. Spuren von Gorkis literarischem Programm, darunter die Schaffung von positiven Typen und der Kampf gegen das Unrecht, finden sich später auch in den Werken Baykurt. In seinen Memoiren fügt Baykurt hinzu, dass er vor 1948 Sabahattin Ali als seinen Meister anerkannt habe. Allerdings stellt er schon während einer Zugreise in den 40er Jahren fest, dass man in der gesamten türkischen Literatur einschließlich in Alis Werken in Sachen Realismus zwar eine bestimmte Stufe erreicht habe, dass er selbst dies aber als ungenügend ansehen. Mir fällt auf, dass die meisten Dörfer öde, ja sogar verwildert sind. Die Dunkelheit, die sich ganz besonders an den Abenden über sie legt, wühlt mich innerlich auf. In keinem von ihnen ist auch nur ein Fitzelchen vorhanden. Um diese Zustände zu erzählen, muss ein Mensch erschütternder schreiben, als Sabahattin Ali das tut. Die vor uns Lebenden haben schöne Lieder angestimmt. Reichen die heute aus? Zwar gilt Fakir Baykurt als wichtigster Vertreter der Dorfliteratur, doch war der Erste, der es bei der Literarisierung der Dorfwirklichkeit so einige Bekanntheit brachte, Mahmut Makal. Makal fing im Alter von 17 an, seine Erlebnisse im Dorf, in das er als Lehrer gekommen war, aufzuschreiben und schickte sie an die Zeitschrift Warlik. Zunächst kamen seine Beiträge dort als Notizen aus meinem Dorf heraus. 1950 wurden sie dann unter dem Titel Unser Dorf in Buchform gebracht. Von nun an wurden die Dörfler in literarischen Erzählungen so dargestellt, wie sie waren. Ja, mehr noch, bei der Darstellung wurden diejenigen ihrer Seiten herausgehoben, die es zu ändern galt. Baykurt bewertete die Texte Makal folgendermaßen. Mir gefallen die in Warlik erschienenen Schriften Mahmut Makals. Er kommt direkt zur Sprache. Ich bewundere, wie wundervoll er unmögliche Ausschnitte vom Innenleben des Dorfs, vom Puls der Wirklichkeit, in kleinen Textformaten und mit einer dem Leben der Dörfler angemessenen Schlichtheit und direkten Ausdrucksweise erzählt. Die wichtigste Lehre, die Baykurt aus unser Dorf zieht, dürfte darin bestanden haben, dass der Roman keinen Raum für Hoffnung bietet, worauf auch Nazım bereits hingewiesen hat. Auf der anderen Seite zeigt Baykurt in Die Rache der Schlangen, dass ungerecht behandelte Dörfler sehr wohl in der Lage sein können, die Gerechtigkeit wiederzuherstellen, indem sie sich der herrschenden Ordnung widersetzen. Baykurts Roman endet nicht mit einer Anklage, sondern mit Hoffnung. Darin unterscheidet es sich von Makals Unser Dorf, dass man sich nicht damit begnügen darf, die Wirklichkeit zu erzählen, sondern auch Wege aufzeigen muss, wie die bestehende Ordnung geändert werden kann. Würde Baykurt von einem anderen Schriftsteller lernen, den er als sein Vorbild anerkannt, nämlich von Yaşar Kemal, über den er aber auch hinauszugehen versuchte. Der eigentliche Ruhm Kemals wurde durch Mehmet Mansfalke begründet. Der Text erschien 1954 in Fortsetzungen und 1955 als Buch. Mehmet Mansfalke ist eine moderne Allegorie. Es geht darin um den Konflikt zwischen Abdia, der die herrschende Ordnung bezeichnet, weil sie sich selbst repräsentiert, und dem armen und ungerecht behandelten Arbeiter Mehmet. In der Zeit, als Mehmet Mansfalke erschien, veröffentlichte Baykurt sein erstes Buch und brachte die Kurzgeschichte heraus, die den Kern von Die Rache der Schlangen bildet.
Mit seiner Erzählung stellt er Boycott eine Parallele zwischen Elia Kazans Film Zapata und Yashar Kemal's Mehmet Mainfalke her. In den Augen Boycotts fehlt bei Mehmet Mainfalke allerdings etwas. Am Ende schafft es Mehmet Mainfalke leider nicht, mit dem Volk zu verschmelzen. Das Ziel der Rebellion ist aber die Absturz und nicht das System selber. Im Roman Mehmet Mainfalke sind die Beschreibungen der Dörfler und ihrer Bewohner die Wirklichkeit selbst. Jede der Naturbeschreibungen ist für sich eine Herrlichkeit, an der man sich nicht satt lesen kann, bis hin zu dem knisternden Busch, der erblühenden Blume und dem fliegenden Käfer. Dennoch gibt es einen Aspekt, der fehlt. Ich will erforschen, worin dieser Aspekt besteht. Das Ergebnis dieser Erforschung ist, dass Boycott 1959 in der Die Rache des Schlangen statt eines rebellierenden Helden die gewöhnlichen und damit auch wirklichen Figuren Bayram und Iraj einsetzt. Am Ende dieses Romans entscheidet sich die Familie Karabayram für das Bemühen, das Funktionieren der bestehenden Ordnung sicherzustellen und gegen einen Ausbruch in die Illegalität. Gemeinsam ist dem Roman mit Mehmet Mainfalke das Erleiden von Unrecht und der Aufstand gegen die Unterdrückung. Auch die Lösungswege sind jeweils unterschiedlich. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass die beiden Romane mit Hoffnung, mit dem Glauben, dass die Ordnung sich ändern werde, enden. Boycotts Verständnis von Literatur ist nicht von seinen Ansichten als Lehre zu trennen. Unter anderem zeichnet sich seine Literatur zu einem großen Teil durch die Funktionalität aus. Boycotts Auffassung von Lehrerberuf wurde maßgeblich von Ismail Hakkı Tonguç bestimmt. Tonguç war der Begründer der Dorf-Institute, zu deren Absolventen auch Boycott gehörte. Tonguç legte seine pädagogischen Überzeugungen in dem Buch Das zu belebende Dorf nieder. In seiner Zeit als Lehrergewerkschaft-Vorsitzende schreibt Boycott auch ein Buch über das Lehrersein, die Erweckungsaufgabe des Lehrers. Auch Boycotts Auffassung von Literatur ist eng mit der Aufgabe des Erweckens verbunden. Denn ihm zufolge reicht es nicht, die Wirklichkeit nur zu beschreiben, vielmehr muss man sie in einer Weise wiedergeben, die beim Leser zu einer Bewusstseinserweiterung führt. Diese Auffassung, bei der die soziale Funktion der Literatur in den Vordergrund gestellt wird, passte zum in der Türkei zwischen 1965 und 80 vorherrschenden Ethos. In dieser Periode, in der eine sozialistische Politik vorherrschte, galt es als unabdingbar, das Volk aufzuklären und die Literatur zu diesem Zweck zur Hilfe zu rufen. In dieser Zeit wurde Boycott als der ideale Autor gesehen, doch weil die vorherrschende Ansicht nach dem Militärputsch von 80 obsolet wurde, verlor auch Boycott seine Funktion. In den 60er und 70er Jahren, der Periode von Boycotts kometenhaften Aufstieg, war der marxistische Realismus die vorherrschende Ausrichtung der Literatur. Modernistische Autoren, deren Werke als das Gegenteil von Realismus perzipiert wurden, sahen negative Kritik ausgesetzt. Der marxistische Realismus stellte die aufklärende Funktion der Literatur in den Vordergrund und behauptete, dass das Wichtige sein, die Form bestimme. Oft wurde in diesem Zusammenhang hinzugefügt, dass das richtige Sein unerreichbar bleibe und die Literatur nicht mehr als hohle Form sei, solange man nicht in die richtige Weltanschauung besitze. Mit dem Militärputsch von 80 verlor diese Auffassung seine bestimmende Position. Während der Neuformierung des Literaturbetriebs nach dem gegen sozialistische Politik gerichteten Militärputsch des 12. September begannen jene modernistischen Autoren, die in den 60er und 70er Jahren kritisiert worden waren, das Zentrum zu definieren, während die marxistischen, realistischen Autoren an den Rand gedrängt wurden. Zu den Schriftstellern, deren Position in der Literaturszene sich während dieses Umbruchs dramatisch veränderte, gehörte auch Fakir Baykut. Vielen Dank, Yalçın. Çok teşekkür ederiz, Yalçın. Sie haben Yalçın's Text durch mich gehört. Ich habe die Texte übersetzt und Michael Reinhardt hat die Korrektur gelesen. Also, falls es Fehler darin gab, das waren unsere Fehler. Ja, jetzt vielleicht ein kleiner Diskussionsteil. Ein paar Fragen habe ich vorbereitet an die beiden Vortragenden. Ich beginne vielleicht mit Yalçın, weil er lange still geblieben ist. Yalçın, ilk önce sana sorarak başlamak istiyorum.
söylediklerini de sonra çevireceğim. Sen ve Florian sunumlar yaptınız. Her iki tarafta diğer tarafın edebiyatına, realizmine dair bir görüş edildi. Diğer geleneğin realist edebiyatını kendi edebiyat tarihinde düşünebilir misin? Veya düşündüğünde sana o realist gelir miydi? Veya sende ne uyandırıyor? İstersen ben bu soruyu bir de Florian'a sorayım. Sen bu arada cevabını düşün. Florian, meine Frage war an Yalçın, die du auch aber dann bald bekommen wirst, ist, könntest du die realistische Literatur der anderen Seite, anderen Traditionen, der türkischen Tradition in der eigenen Literaturgeschichte eigentlich vorstellen? Beziehungsweise wäre sie dann für dich realistisch aufgefasst? Oder was ruft der andere Realismus bei dir hervor? Yalçın, seni dinliyorum. Öncelikle teşekkürler Erhan bu etkinlik için. Yani soruya cevap vermek birazcık zor. Ama işte Florian'ın sunuşunda bir edebi kent araştırması ve bunun içinden realizm meselesi düşünmek söz konusu. Çevirecek misin? Yapmış bezete. Es ist nicht leicht diese Frage zu beantworten, aber geht von dem Begriff literarische Stadtforschung raus und dann kann man doch einige Sachen sagen. Bu noktada işte kenti anlatma, gerçekçilik açısından anlatma bağlamında ilk akla gelen metinlerden birisi İlhan Berk'in Galata ve Pera kitabı oluyor. Burada anlatılanlara en yakın benim aklıma gelen o oldu. Wenn es darum geht, also wie man eine von einer Stadt erzählt, fallen ihm gleich zwei Bücher von dem Dichter Ilhan Berk, einer heißt Pera, andere heißt Galata, die sind beide Stadtteile in Istanbul. Yani bu kitabın özelliği tam da işte gerçekçi bir metin aslında olmayı arzuluyormuş gibi görünen bir metin. Ve burada mesela reklamlar var. Sayfada görünüyor mu bilmiyorum. Dieser Text sieht so aus, als würde sich realistisch zeigen wollen. Auf der Seite vielleicht sieht man nicht ganz genau, aber es gibt zum Beispiel Werbung. Ya da mesela böyle bir sayfada bir restoranın menüsü var. Metnin ortasında ein Menü von einem Restaurant. Yine şurada işaretlemişim. Mesela burada da esnafların listesini veriyor. Bu biçimde metinler bu biçimde metinler Türkçe'de yok. Ama burada işte kenti temsil etmek istiyor. Bir yandan tam bulunduğu anda o zamandaki şehirde gördüğü her şeyi metne dahil ediyor. Bu işte reklamlar. Er will die Stadt in seinem Text darstellen und deswegen dann nimmt alle Texte, die er dann begegnet, dann in sein Werk hinein. Aynı zamanda şehrin tarihini de veriyor. Galiba diğer metinlerde, yani Avusturya Edebiyatı'ndaki metinlerde o kentin tarihi yok ama burada şehrin tarihi de var. İstanbul'un tarihini de verdiğini görüyoruz aynı zamanda. Er denkt wahrscheinlich in den Texten, die Florian vorgetragen hat, kommt die Geschichte der Stadt nicht darin vor, aber bei Ilhan Berk gibt es auch teilweise die Geschichte der Stadt drin. Bir de yalnızca yani bu gerçekçi olmaya çalışan bir metin ama etkilendiği metin de Aragon'un, Louis Aragon'un Paris Köylüsü metni. Paris Köylüsü. Le Paysan de Paris galiba işte Fransızcası. Bevor Ilhan Berk dieses Buch gemacht hat, wird er beeinflusst von Aragons Werk Le Paysan de Paris. Ve yani metin yer yer bu kadar gerçekçi olmaya çalışmasına rağmen yer yer İlhan Berk'in uydurduğu hikayeler de giriyor. Ve böylece aslında işte o gerçek dışını iç içe geçirmiş oluyor bu metinde. Aber zugleich teilweise gibt es auch Geschichten, die einfach erfindet, konstruiert, die sind dann zusammen gewachsen. Ama Yalçın, oldukça istisnai bir konu var değil mi bu metnin? Evet. Also meine Frage war,
ob nicht dieser Text eine außerordentliche Ausnahmesituation in der türkischen Richtung darstellen. Er sagt ja. 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 Bir de şunu eklemek istiyorum. Bodohel'in 13A otobüs hattı şiirinden bahsetti Koleran. Şimdi teknik düzeyde bakıldığı zaman bir paralellik kurabileceğimiz bir metin var. Und über Bodo, also Florian hat über Bodo Hells Text 13a Linie uns etwas gelesen. Wenn man eine technische Parallele ziehen will, dann gibt es wieder einen Text im Türkischen, nämlich yani Bodo Hell'in 13a otobüsünde bir otobüs şehrin içinden geçiyor anladığım kadarıyla. Bizde de buna çok yakın bir teknik Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları tek bir şehir değil ama bir ülkenin içinden geçiyor. İstanbul'dan Ankara'ya giden bir tren ve trenin içindeki insanlar anlatılıyor. Die 13a Linie geht durch eine Stadt. Die Menschenlandschaften von Nazım Hikmet geht durch das Land mit dem Zug, wenn man so eine Parallele ziehen darf. Son yani Seithofer metnine yakın bir metin doğrudan düşünemedim ama çok farklı türlerde yazdığı için o türde de yazdığı metinler var kent üzerinden. Enis Batur'un şehirler üzerine yazdığı metinlerle bir paralellik kurulabilir diye düşündüm. Und eine andere Parallele könnte man zwischen Seithofers Texte und Enis Batur's Texte über die Städte vielleicht erstellen. Ama İtiraz edeceğim. Nazım Hikmet'in ve Enis Batur'un metinleri oldukça anlatımcı değil mi? Öyle. Ben daha işte teknik düzeyde bunu söyledim. Yani Avusturya'daki metinleri eksiksiz biçimde bilmediğim için bağlantıda okay. Bildiğim yerlerden yalnızca söyleyebilirim. Okay. Meine Frage war, ob nicht die Texte von Nazım Hikmet und Enis Batur doch sehr narrativ sind. Er hat gesagt, er hat die Parallele gezogen, weil die originalen Texte von Florian an Seidelhofer Bodo Hell eigentlich nicht gesehen hat. Okay. Okay. Florian, kann ich jetzt die gleiche Frage an dich stellen? Ja, also ich also fand was erweckt die, diese Literaturen bei dir? Könntest du sie in einer österreichischen Geschichte dir vorstellen? Ja, also ich fand jetzt diese Parallelen und Hinweise auf türkische Autoren hochinteressant. Also dem muss ich auch versuchen nachzugehen. Ja, also ich meine, wenn man jetzt den Fokus nicht nur auf die österreichische Literatur hat, sondern auf die deutschsprachige Literatur, dann sind natürlich diese Bewegungen auch feststellbar. Also diese Diskussionen um den sozialistischen Realismus. Ich meine, in der DDR hat das natürlich eine sehr große Rolle gespielt. Und Autoren haben sich demnach positioniert, wobei das dann gegen Ende der DDR auch irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat, aber eine Zeit lang eben sehr, sehr wohl. Und da waren ja auch, und das ist ja bei Hikmet gesagt worden, der ja dann sogar in die Sowjetunion gegangen ist, also dass für ihn ja auch diese quasi Vorgaben einer Ästhetik des sozialistischen Realismus ausschlaggebend waren. Und das hat für viele DDR-Autoren auch gegolten. Und es gab in Österreich immerhin auch in den 70er Jahren so eine kleinere Bewegung von irgendwie, wie soll man sagen, ja, auch realistischer Literatur, die sich dann mit Arbeitswelten und so weiter, der Name Scharang ist in meinem Text kurz gefallen, könnte man auch noch ein paar andere Namen nennen. So etwas hat es in Österreich auch ansatzweise gegeben. Sehr interessant fand ich jetzt eben auch bei Hikmet, das ist ja vielleicht dann auch ein Zeichen dafür, dass diese ja, Grenzen nicht so scharf verlaufen, also die Hinweise darauf, dass es bei ihm ja auch dieses Einbauen von dokumentarischem Material gibt, von Zeitungsberichten und so etwas. Und das ist ja etwas, was in dieser Literatur, wie ich sie jetzt betrachtet habe, eine große Rolle spielt, diese Realien oder die Speisekarte des Restaurants in diesem einem Buch ist ja dann natürlich auch so etwas. Also dann nähern sie sich in manchen methodischen vielleicht doch an. Also insgesamt sind die Kontexte sicherlich ganz andere und so etwas wie diese Dorfbewegung, da wird man wahrscheinlich eine Parallele in der deutschsprachigen Literatur nicht finden. Oder man könnte dann höchstens sagen, gut, in der DDR hat das immerhin
diesen Bitterfelder Weg gegeben, den berühmt-berüchtigten, wo einfach Autoren teilweise dazu verdonnert worden, teilweise das auch wirklich aus ihrem eigenen Interesse gemacht haben, dass sie in Betriebe gegangen sind, in Bergbaugebiete, um dort sozusagen die Bevölkerung, sich unter die Bevölkerung zu mischen und auch die Probleme und Nöte darzustellen. Und die durften sie dann natürlich nur so darstellen, dass die Regierung keine Schuld an irgendwelchen Zuständen, die vielleicht nicht optimal waren, bekommen, dass da kein negatives Licht auf die Regierung gefallen ist. Aber das wäre vielleicht etwas, was man entfernt vergleichen könnte in der österreichischen Literatur. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Da gab es natürlich diese Konjunktur dieser Anti-Heimat-Literatur in den 70er Jahren, wo auch ein realistisches Bild in einer recht ungekünstelten Sprache auf dörfliche Lebenswelten dann ja irgendwo, aber in einem wahrscheinlich schwer vergleichbaren Kontext auch ausprobiert wurde, bei Autoren wie Franz Innerhofer und zum Beispiel. Okay, danke. Wir haben 15 Minuten noch. Zwei Fragen, also verschiedene, also für jeden. Ich will ein bisschen provozieren. Zuerst frage ich wieder Yalcin. Also meine Frage an ihn wird, ob und wie der sozialistische Realismus der Gefahr entging, als Propaganda zu bleiben eigentlich. Oder das heißt, lediglich im Bereich der Politik zu bleiben und nicht mehr Kunst zu sein. Yalcin, tekrar sana döneceğim. Sosyalist gerçekçilik veya toplumcu gerçekçilik propaganda olarak kalma tehlikesinden, yani sadece siyasi alanda kalıp edebiyattan uzaklaşma tehlikesinden nasıl kaçındı? Kaçındı mı? Kaçınılabilir mi? Sesini açtım sesini. Tamam. Zor bir soru olduğu için açmak istemedim. Yani şöyle bir şey söylemek mümkün. Ya bu tehlikeden kimler kaçabildi? Bugüne kimler kaldı? Çünkü propaganda söz konusu olduğu zaman güncelin içinde kalma, o günün içinde kalma ve politik müdahale öne çıkıyor. Ama işte zaman içinde o günceli de aşıp bugüne gelenler var. Nasıl kaldılar diye sorduğumuz zaman bu soruya cevap verebiliriz. Konnte im aktuellen bleiben und doch bis zu dem heutigen Tag kommen. Er will die Frage so beantworten. Somut örnek vereyim. İşte mesela bugün Nazım Hikmet'i okumaya devam ediyoruz. Propaganda yapan, doğrudan politik müdahalede bulunan bir yazar. Ama Hasan Hüseyin'i okumuyoruz. Er will ein konkretes Beispiel geben. Wir lesen heute immer noch Nazım Hikmet, der Propaganda getrieben hat und auch politisch intervenierte. Wir lesen ihn weiter, aber wir lesen Hasan Hüseyin, ein anderer Dichter, nicht mehr weiter. Başka bir örnek, mesela Yaşar Kemal de politik bir yazar ya da Fakir Baykurt. Bugün Fakir Baykurt bir biçimde okunuyor, eskisi kadar olmasa da. Ama mesela Bekir Yıldız hiç okunmuyor. O da anderes Beispiel, Fakir Baykurt, von dem ich Referat gehalten habe, wird heute noch gelesen. Wenig zwar, aber doch, aber Bekir Yıldız liest niemand. Bu noktada şöyle bir şey söylenebilir. Ya bir yazar birden fazla özellik barındırıyor aslında. Yani Nazım Hikmet hem sosyalist gerçekçi, propaganda yapıyor, müdahale ediyor ama aynı zamanda yeni bir şiir dili de getiriyor. Vielleicht kann man so erklären, dass ein Autor, ein Dichter mehreres zugleich macht. Er macht zwar sozialistischen Realismus und Propaganda, aber er bringt auch eine neue Dichtungssprache, eine neue Poesiesprache. Ve zaman ilerlediği zaman, o güncel olandan artık uzaklaştığımız zaman, o güncel yanıyla değil de daha mesela şiire getirdiği yenilikle öne çıkartılmaya başlıyor. Und wenn wir uns von der Aktualität dieses Werks von damaliger Zeit langsam entfernen, bleiben wir dann bei dieser Neuigkeit, die in die Poesiesprache gebracht. Yani bu nokta mesela Hasan Hüseyin 1970'lerde
doğrudan politik bir şiir yazıyor. Grevden işte söz ediyor. Ve konvansiyonel bir şiir dili kullanıyor. Türkü mesela bir biçimde taklit ediyor. Ve o aslında o durum bittiği zaman da, güncellik ortadan kalktığı zaman da artık okunurluğunu kaybediyor. Hasan Hüseyin hat sehr viel über die soziale Konflikte über Streiks geschrieben und hat dabei sich eine konventionelle Sprache bedient. Und wenn diese Themen und wenn diese Sprache dann langsam sich aufheben, dann verliert er natürlich seine Aktualität. Yaşar Kemal örneği üzerinden bunu daha iyi anlatabilirim. Yani Yaşar Kemal 1960'larda sosyalizm yükselişte olduğu zaman toplumsal sorunlara değindiği için, feodalizm eleştirisi yaptığı için, işte bir biçimde düzen eleştirisi yaptığı için öne çıkartılmış bir yazar. Ama aynı zamanda estetik olarak da kuvvetli bir yazar. Yaşar Kemal kam in 60er Jahren hoch mit seiner Kritik an Feudalismus, an Gesellschaftskritik und so ist es hochgekommen, aber er war auch ästhetisch interessant. Ve mesela Yaşar Kemal 1960'larda ve 70'lerde dediğim gibi solcu özellikleriyle övülüyor. Ama 80'den sonra dünya yazarı olması, Nobel'e aday olmasıyla öne çıkartılıyor. Yani iki tane özelliği var. O özelliklerden birisi 60 ve 70'lere, biri 80'den sonrasına hitap ediyor. In den 60er und 70er Jahren war der linke Autor mit dieser Eigenschaft wurde er berühmt, aber dann ab 80er Jahre wurde als Weltliterat gefeiert und wurde mehrmals als Kandidat für Nobelpreis angesehen und dann mit diesen anderen Eigenschaften dann hervorgetreten. Son olarak yine bir örnek üzerinden, yani Bekir Yıldız'a baktığımız zaman işte 1970'lerde tam toplumcu gerçekçi bir edebiyatçı. O döneme tamamen cevap veriyor. Ama mesela o cevap verdiği şeyler bugün ilgilenilmediği için artık okunmayan bir yazara dönüşüyor. O da Bekir Yıldız. Entschuldigung. Reagiert auf bestimmte Begebenheiten damals und deswegen ist er interessant, aber weil diese Begebenheiten heute nicht mehr als interessant angesehen werden, ist er dann nicht mehr gelesen. Kısaca şu, yani yalnızca sosyalist gerçekçilikten ibaretse yazar, sonrasında kalıcı olmuyor ama aynı zamanda hem sosyalist gerçekçi hem de estetik yanı önemsiyorsa, estetik yanıyla sonradan kalabiliyor. Also Kurzfassung, wenn der Autor lediglich sozialistisch, realistisch gewesen war, dann bleibt er dann nicht zu den künftigen Zeiten erhalten. Wenn er dabei aber eine ästhetische Erneuerung auch gemacht hat, dann wissen wir seinen Namen. Çok teşekkür ederim. Florian, also meine Provokation an dich. Wie entgeht literarische Stadtforschung das Protokoll einer Annäherung einer unerreichbaren Wirklichkeit zu bleiben? Ja, gar nicht, könnte man da kurz sagen. Ich habe auch aus diesem Essay von Michel Butor zitiert, der davon ausgeht, dass man Texte im Stadtraum findet und wie groß die Rolle von Texten ist für die Orientierung, überhaupt für das Leben in der Stadt. Und er geht dann so weit und sagt, man müsste eigentlich alle Archive auch noch einbeziehen, jeden Text, der gesprochen wird von den Leuten in den Häusern und alles, was auf gedrucktem Papier, heute müsste man dann auch sagen, auf Festplatten irgendwo vorhanden ist, das ist ja relativ schnell klar, dass das vollkommen unmöglich ist, sondern man kann Ausschnitte liefern und dann gibt es ja auch diesen interessanten Aspekt, dass diese sehr genauen Texte sehr schnell historisch werden, weil sich so viel auch ständig verändert. Na, es gibt vielleicht Städte, in denen sich nicht wahnsinnig viel verändert, aber mindestens in einer Großstadt wie Wien ist das ja schon der Fall. Und ich habe das auch gemerkt bei meinem Buch über das Ruhrgebiet. Also wenn ich dann Jahre später in bestimmte Viertel wieder gekommen bin, also dann ist das praktisch ein historischer Text, weil viele Kneipen geschlossen haben, weil Bautätigkeit, alles Mögliche. Also das Bild verändert sich sehr schnell. Das kann nur ein Ausschnitt sein und eigentlich so davon nicht
bedroht von dieser Art von Historizität, könnten ja nur Texte sein, die da sehr schematisch vorgehen, die vielleicht gar nicht so genau hinschauen oder die das Typische suchen. Aber bei Waltraud Seidelhofer hat man dann interessanterweise beides, weil sie mit einer sehr genauen auch Lektüre der Stadträume dann in manchen Texten zumindest versucht, sie das dann doch auf abstraktere Ebenen kommt und so Typologien von Städten kommt, die dann nicht mehr so an diesen Details hängen. Ich will jetzt aber auch noch gerne was zu diesen Diskussionen um Propaganda sagen. Das ist ja ein sehr scharfer Begriff und niemand wird sagen, er findet Propaganda toll. Aber es gibt ja nicht nur dieses Schwarz und Weiß, es gibt ja auch Literatur, ob das jetzt die einfach parteiisch ist, ja, also ja. Die schon sozusagen jetzt nicht einer Doktrin unbedingt folgen muss, die aber doch politisch parteiisch ist. Und da gibt es ja auch viele Autoren, die sozusagen da auch die politischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts begleitet haben. Ein Autor wie Nanni Balestrini zum Beispiel oder Peter Kotiewicz in der deutschen Literatur, die den Balestrini auch übersetzt hat, also die sich schon immer als parteiisch für die Arbeiterbewegung oder wie immer man das ausdrücken will, empfunden haben, ohne dass sie dann jetzt eine Poetologie abgearbeitet haben, die aus Moskau vorgegeben war, nicht? Propaganda sözüne de bir şeyle bulunmak istedi. Yalçın yani daha propaganda gibi keskin bir kavramı kullanmak zorunda kalmadan oldukça taraflı, oldukça tarafkir edebiyatçılar da var. Yani bu her zaman vardı dedi. Ich habe eine, es war sehr lehrreich, deinen Text zu lesen für mich, also deinen Vortrag, den ich ja vorher übersetzt habe, ins Türkische. Ich habe das Gefühl, diese Texte von Bodohel und Seidelhofer, aber deine Texte, die zeigen mir, wenn ich wirklich in die Wirklichkeit hingehe, dann verdunstet sie. Und es ist dann, ist sicherlich eine Wirklichkeit, aber es ist nicht, wie ich sie gelernt habe. Und eigentlich ein radikaler Realismus muss im Experimentalismus enden. Weil wir in eine tiefe Schärfe hineinkommen, in die wir mit unseren Gewohnheiten, gewöhnten Wahrnehmungen nicht hineinkommen können, und da brauchen wir irgendwie Mittel. So wie man bei der Quantenphysik vielleicht was ab einer bestimmten Tiefenschärfe her die Vorgänge nicht mehr beobachten kann und immer Mittel braucht. Das war irgendwie mein Gefühl, ich weiß es nicht. Also, das finde ich sehr, sehr, sehr gut beschrieben oder das auch sehr einleuchtend. Ich denke, das ist tatsächlich so, weil der klassische Realismus, das habe ich ja versucht, auch in ein paar Beispielen aufzuzeigen, der bleibt ja bei klischierten sprachlichen Mustern stehen. Der will ja sozusagen gar nicht wirklich genau hinschauen, damit die Welt erzählbar bleibt, damit man sich auskennt. Wer ist das, der da als Figur auftritt? Das muss dann irgendwie klar sein. Und wenn man, aber das ist ja nun auch eine Binsenweisheit, wenn man irgendwo sehr genau hinschaut, dann kann es schnell passieren, dass man sich nicht mehr auskennt. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe von Kunst und Literatur, das immer wieder zu machen, auch wenn uns das oft nicht gefällt, weil in der Realität im Journalismus muss alles mit irgendwelchen Schlagworten abgehandelt werden. Es muss so getan werden, als könnte man in 3 Minuten irgendeinen Zusammenhang aufzeigen. Und das ist ja ziemlich fatal. Jeder kann das ja täglich beobachten im Grunde. Vielen Dank, Florian. Çok teşekkür ederim, Yalçın. Yani başka bir sürü sorum vardı ama şey yapamayacağım. Ich hatte wirklich viel mehr Fragen, aber wir kommen zum Ende unserer Zeit. Ich danke zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und ich danke an Hauptbücherei natürlich. Morgen dieselbe Zeit geht die Diskussion weiter in der Alten Schmiede. Auf der Webseite von der Alten Schmiede können Sie klicken um 19 Uhr. Dann sind wir mit Helmut Neunlinge und Heider Erwelen und mit anderen Autoren
weiter und ich hoffe, dass wir diese Reihe immer weitermachen, weil sie immer dann interessanter wird. Also vielen Dank und einen schönen Abend. Danke.